Gott ist gut, alle Zeit. Amen. Alle Zeit, Gott ist gut. Der Titel hier ist nicht gerade ansprechend, der Untertitel, was ist mit Hebräer 6? Oder das. Aber ich kann euch sagen, wenn du die Bibel schon ein bisschen kennst, bist du irgendwann über Hebräer 6 schon gekommen und hast dich gewundert, was soll mit diesem Hebräer 6, vor allem die ersten Verse, weil das ist ein großer Stolperstein unter den Christen, und diesen Knoten werden wir heute lösen. Okay? Seid ihr dabei? Halleluja, danke Herr. Vater, wir danken jetzt hier für dein kostbares Wort. Wir sind so gespannt, wie du uns führst, Heiliger Geist, weil ich bin so angewiesen auf dich, für die Salbung, für die Aussprüche, für die Leitung. Aber ich danke dir, Herr, du bist da und du salbst uns zum Hören, zum Reden, zum Verstehen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir wiederum die Schönheit von Jesus und vom Vater sehen dürfen. Deine Liebe, deine so kostbare Liebe, die Liebe des Vaters zu uns, Herr. Ich danke dir, dass du zu einem jeden persönlich sprichst und ihm zeigst, wie du es meinst. Und du meinst es immer gut. Du meinst es immer so, dass wir Freude bekommen und vorwärts kommen mit dir. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Wir haben vor 2 Wochen, 3 Wochen begonnen mit dieser Serie. Einmal errettet, für immer errettet, Fragezeichen. Weil das ist ja wirklich ein Fragezeichen unter den meisten Christen. Bin ich wirklich für immer errettet, wenn ich mal errettet bin? Oder gibt es da Dinge, die ich vielleicht tue oder mache, die vielleicht die Errettung gefährdet und ich dann plötzlich eben doch nicht in den Himmel komme? Das muss ein furchtbares Leben sein, als Christ so zu leben. Das ist wie ein Kind in einer Familie, das keine Sicherheit hat, angenommen zu sein oder einmal angenommen zu sein und dann wieder verworfen zu werden, so à la Hänsel und Gretel, kommt jetzt gerade in den Sinn, so einfach, ja, einfach weggeben, weg, und nicht mehr die Eltern einem nicht mehr wollen. Aber wir kennen etwas ganz anderes in der Bibel. Wir kennen nämlich das Vaterherz Gottes, das speziell wunderbar dargestellt wird in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Dort sehen wir, wie der Sohn ging weg mit dem Vermögen. Der Sohn ging und verschleuderte. Der Sohn wollte nicht mehr zu Hause sein. Der Sohn hat sich so aufgeführt und war, ich weiß nicht, wie lange weg. Aber er war immer Sohn geblieben. Wäre er gestorben bei den Säuen oder sonst irgendwo, er wäre als Sohn gestorben. Das muss tief eingraviert sein in unsere Herzen, dass der Vater gut ist, dass Gott gut ist und dass er uns nie mehr verwirft. Absolut unmöglich, wenn wir wirklich von neuem geboren sind, wenn wir wirklich errettet sind. Amen. Wir sind errettet. Die Rettung ist ja auch ganz einfach, die ist ja kein Krampf, es hat nur damit zu tun, dass wir uns beugen vor dem Herrn und sagen, Jesus, komm, ich will dir gehören und ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Ist ja nicht schwierig, egal wie man das dann sagt. Wisst ihr, ich habe auch einmal gezweifelt an der Errettung, und zwar, weil ich damals mich ganz alleine bekehrt habe, einfach am Abend im Bett, habe ich einfach gesagt, habe ein Buch gelesen und dort stand so etwas drauf, wie dem Herrn sein Leben geben. Und ich habe einfach gesagt, Herr, ich will auch mein Leben dir geben. Von ganzem Herzen habe ich das gesagt, aber nur diesen Satz. Und etwas ist geschehen, die Neugeburt ist dort geschehen. Ich wusste nicht, wie man sagt, ich wusste nur, es ist etwas Gewaltiges geschehen. Mein Leben war total verändert von diesem Zeitpunkt an. Und ich wusste, Gott lebt in mir. Ich wusste, ich habe begonnen zu singen unter der Dusche und ich wusste gar nicht, was ich mache. Aber eben, jede Errettung ist ganz anders.
Und ich wusste erst nachher dann, aha, das ist die Neugeburt und aha, dem sagt man so. Aber ich wusste, ich glaube an Jesus. Er ist jetzt. Das, was mich so fasziniert hat, dass er der Höchste ist. Über alle Philosophien, alle möglichen Richtungen. Jesus ist die höchste Macht im Universum. Er allein. Er hat das Universum geschaffen. Er war dabei bei der Entstehung der Erde. Halleluja! Alles ist durch ihn entstanden. Und ohne das Wort ist nichts. Er ist das Wort. Es ist ein bisschen schwierig zum Verstehen im Kopf. Aber im Herzen verstehen wir auch die Dreieinigkeit. Versteht ihr? Die wir im Kopf eigentlich nicht verstehen können, aber im Herzen wissen wir, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Eins, eine Gottheit. Die Gott heißt es eigentlich im Hebräischen. Nicht die Götter, die Gott. Mehrzahl Gott. Das ist ein spezieller Ausdruck im Hebräischen, wie wir es eben nicht kennen. Gut, wir haben begonnen, über dieses Thema zu sprechen. Das erste Mal haben wir über die Sünde gegen den Heiligen Geist gesprochen. Das ist ein Thema unter Christen, das ein für alle Mal gelöst werden kann. Und wir haben dir gesagt, was es bedeutet und dass wir nicht in diese Kategorie fallen, zu denen Jesus das gesagt hat, weil wir können gar nicht sündigen gegen den Heiligen Geist. Du musst unbedingt die Botschaft hören, wenn du das nicht ganz genau verstehst wegen dem Thema Sünde gegen den Heiligen Geist. Weil als junger Christ könnte man etwas ganz anderes vermuten. Oh, ich habe schon mal etwas gegen den Heiligen Geist gesagt. Vielleicht ist das die Sünde, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr errettet. Und dann beginnt es mit den Gedanken. Weißt du, der Feind sorgt schon dafür. Er bringt immer Halbwahrheiten. Ein bisschen Wahrheit, oder? Und das ist wie bei einem Hund. Wenn man einen Hund töten will oder so, muss man einfach ein gutes Stück Fleisch nehmen und das Gift ins gute Fleisch hineintun. So macht es der Feind. So ein bisschen Wahrheit, Halbwahrheit, schmackhaft machen und dann aber ist es wirklich tödlich. Und dann das zweite Mal, letztes Mal haben wir von den 10 Jungfrauen gesprochen. Das kennen wir ja, wir kennen das. Hast du Öl? Hast du genügend Öl? Bist du bereit, dass der Herr kommt? Und all das könnte uns wirklich in Schwierigkeiten bringen, weil wir es nicht verstehen und denken, ja meine Güte, wie kann ich wissen, dass ich bereit bin? Wie kann ich wissen, ob ich genügend Öl habe? Bis wir dann gemerkt haben, wir sind ja gar keine Brautjungfer. Wir sind ja die Braut. Das ganze Ding weg. Versteht ihr? Hör dir die Botschaft an, dass du ein für alle Mal, dass man ein großes, wie sagt man so ein Ding, erledigt. Ein Haken, abhaken. Es ist abgehakt, so sehr abgehakt. Und das ist das Ziel von uns, dass du gegründet bist, dass du jemand anderem helfen kannst, der dir zuhören will und dem du das erklären kannst. So sollte ein Christ eigentlich in der Lage sein, das zu machen. Halleluja. Weil ihr kommt ja jeden Sonntag in das Bible Training. Ihr seid in der Schule, wisst ihr das? Ja, der Weg zur christlichen Zentrum Bibelschule. Ja, das soll auch so sein. Ich meine, hätten wir eine andere Menschen hier, die gar nichts wissen, würden wir anderes bringen, aber ihr seid da. Das ist ja eine Schule, okay? Das ist doch gut. Also, jetzt gehen wir zu Hebräer 6. Und zwar lesen wir da mal einige Verse, weil da ist eine Knacknuss drin, die muss geknackt werden. Die ist also so schlimm, wenn man sie falsch versteht, dass man nie wirklich einen Durchbruch hat als Christ, weil diese Stelle dort ist, die man eben nicht versteht. Und es hat dann noch mehr. Also diese eine nehmen wir heute durch. Jetzt lesen wir mal Hebräer 6, 4 bis 6. Denn es ist unmöglich. Unmöglich. Gott sagt, es ist unmöglich. Die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben
und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Wer hat die Schrift schon mal gelesen? Die meisten. Wenn man das so liest, was denkst du? Meine Güte, das hört. Es ist unmöglich. Und dann steht da noch, wenn du mal erleuchtet worden bist, himmlische Gabe geschmeckt, Heiligen Geistes teilhaftig geworden, das gute Wort Gottes geschmeckt, Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Und wenn man dann abfällt, wenn man von dort wieder abfällt, ist es unmöglich. Da ist man out. So verstehen wir es. Jetzt müssen wir Dinge erklären. An wen wurde der Hebräerbrief geschrieben? Von wahrscheinlich Paulus. Man nimmt an, es sei Paulus. Es steht zwar nirgends explizit, aber der ganze Stil und auch seine Kenntnis vom Alten Testament und so weiter, das ist ziemlich sicher, war das Paulus. Aber an wen wurde dieser Brief geschrieben? An die Hebräer. Wer sind die Hebräer? Die Juden, die damals zum Teil gläubig geworden sind, den Messias angenommen haben, zum Teil auf der Kippe standen und zum Teil einfach dabei waren, einfach geprüft haben, einfach so, wisst ihr, so wie man einen Wein degustiert. Sie haben ihn ausspioniert und wir wissen das von anderen Botschaften, oder? So ein bisschen probieren und dann, oder? So ein bisschen schmecken, geschmeckt, erleuchtet, das sind wichtige Worte. Wir werden nachher noch darauf zurückkommen. Hebräer 1, 1 bis 2, der nächste Schriftstelle, sehen wir den Anfang dieses Briefes, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat. Wer sind diese Väter? Abraham, Isaac, Jakob, die Väter von den Juden. Das waren ihre Väter. Okay? Das deutet so eindeutig darauf hin, eben wie der Hebräerbrief beginnt. Und wenn du zum Beispiel eine Schlachterbibel hast, eine neue, die 2000 von 2000, dort ist vorne so ein Kommentar auch, an wen der Brief und so weiter. Und dort in einer Bibel steht das dann auch meistens eben, ist hauptsächlich an Hebräer geschrieben. Siehst du, wir wissen, die ganze Schrift ist für uns, steht im Timotheus, ist für uns. Wir lernen daraus, wir sehen daraus, wir verstehen Dinge ganz richtig und frisch und neu. Und wir müssen die ganze Bibel haben, damit wir wirklich Gott mehr und mehr erkennen. Nicht nur das, was uns gerade passt, so ein, zwei Bibelstellen oder so. Wir müssen eben Erkenntnis haben und das Wort richtig beurteilen, sagt Paulus dem Timotheus. Also dieser Brief muss man sehr, sehr richtig verstehen, weil sonst bekommt man große Verdammnis. Aber es ist eigentlich ein wunderbares Buch von totalen Kontrasten. Im ersten, zweiten und zweiten Kapitel zum Beispiel schreibt Paulus, wie viel mächtiger Jesus ist als die Engel. Er vergleicht dort Engel mit Jesus. Wie viel mächtiger und hocherhabener Jesus ist über die Engel.
im Kapitel 3 sagt er, wie viel größer ist Jesus als Mose. Mose war einfach der Diener im Haus, Jesus ist der Sohn des Hauses. Kontrast. Dann im Kapitel 4 heißt, wie viel wunderbarer ist die Ruhe, die Jesus bringt, als die Ruhe, die damals das Volk Israel genoss, als Josua sie ins verheißene Land führte. In die Ruhe führen. Okay? Und dann im Kapitel 5 und 6, wie viel höher und mächtiger und größer unser Hohepriester Jesus ist, als damals Aaron war. Im Alten Testament. Hohepriester Aaron, der erste Hohepriester. Und dann im Kapitel 7 und 8 heißt es, wie viel größer sind die Verheißungen, die wir jetzt haben im Neuen Bund, als die im Alten. Weil wir haben einen neuen Bund jetzt, der viel besser ist mit viel besseren Verheißungen. Kontrast. Halleluja. Und dann im Kapitel 7, im Kapitel 11 sind ja die Glaubenshelden aufgeführt. Vom Alten Testament, wir sehen dort Mose, wir sehen Abraham, wir sehen Noah, wir sehen Sarah, wir sehen viele von den Glaubenshelden des Alten Testamentes. Aber das wird dann gleich im Kapitel 12 heißt, wie viel besser haben wir es, weil Jesus ist unser Anfänger und Vollender des Glaubens. Halleluja! Weil es ist ein totaler Kontrast. Und wenn wir das nur fleischlich verstehen mit dem Verstand, kommen wir nicht weiter in der Bibel. Es ist auch gar nicht so gedacht, dass es nur unser Verstand, dass wir nur gedanklich übereinstimmen. No, no. Mental, es ist nicht mental ascent, wie man es im Englischen sagt. Es ist Nahrung für unseren Geist und wir beugen uns einfach vor dem Wort. Auch wenn wir es nicht verstehen, sagen wir, du bist es, Herr, danke, Herr, du zeigst es mir, du sprichst zu mir. Es ist einfach höher als unser Verstand. Und ich habe schon gemerkt, wenn wir einfach die richtige Herzenseinstellung haben, dass mit der Zeit, wir verstehen wirklich immer wie mehr. Und Gott führt uns dann auch wirklich zu den Menschen, die uns das erklären. Aber sonst verbarrikadieren wir, wenn wir einfach nur mit dem Verstand es verstehen wollen. Aber eben, es gibt so Kröten und die müssen wir nicht schlucken, wie da in der Politik gesprochen wird, von Kröten schlucken. Ah, no, du musst keine Kröte schlucken. Du darfst das gute Wort Gottes essen und du darfst den Wein trinken, den neuen Wein. Und du darfst frisches Wasser bekommen, das dir gut tut. Amen. Halleluja. Dieser Brief wurde geschrieben etwa 63 Anno Domini, also nach dem Tod von unserem Herrn. 7 Jahre bevor der Tempel in Jerusalem zerstört wurde und niedergebrannt wurde. Also gerade vorher hat eigentlich Paulus sie in diesem Brief noch gewarnt. Noch gewarnt. Wir werden noch sehen, weshalb. Weil es war einfach so, viele glaubten, dass Jesus der Messias ist. Aber wirklich den Schritt für die Lebensübergabe und das totale Annehmen, dass er allein Herr ist und dass er uns von Sünde befreit hat, das haben sie nicht gemacht, die meisten. Die meisten. Sie waren kurz vor der Errettung, weil sie gesehen haben, weil sie es erlebt haben. Und weißt du was, sie haben weiter begonnen zu opfern, weil der Tempel noch da war. Sie opferten, dabei war doch Jesus das ultimative Opfer. Das Opfern hätte eigentlich aufhören sollen, weil er das Lamm Gottes war, das geschlachtet wurde für die ganze Welt. Und alle Opfer im Alten Testament haben immer auf Jesus gezeigt. Also, jetzt dieser Vers noch einmal vom Hebräer. Wir gehen nochmal zurück zu dem Vers. Es ist unmöglich, haben wir gesehen.
Es ist unmöglich. Angenommen, du kennst jemanden, der Christ war und der wirklich in die Welt ging und wirklich, wie man so sagt, vom Herrn abfällt, nichts mehr wisst, sogar vielleicht bösredet über den Herrn, bösredet über Christen, nichts mehr zu tun haben will, der aber wirklich von neuem geboren war. Es gibt's. Angenommen, dieser Mensch würde zurückkommen in eine Gemeinde, einfach weil er sich sagt, ich gebe dem nochmal eine Chance, oder er wird einfach geführt vom Herrn und da ist ein Altarruf, er kommt nach vorne, er tut ihm leid, er sagt, Herr, ich komme zurück. Das wäre doch nicht unmöglich. Stimmt's? Der Mensch ist gerettet. Angenommen, er würde sterben, er würde wirklich bei den Säuen sterben, er würde in der Welt sterben, er würde schlimm sterben, weil er wirklich einfach nie umgekehrt ist, auch nicht im Herzen. Er würde sterben, wir würden ihn im Himmel antreffen. Er wäre als Sohn gestorben, wenn er wiedergeboren ist. Das ist so. Er kann die Rettung nicht verlieren. Hat Petrus sie verloren? Er hat den Herrn verleugnet. Jesus hat ihn wiederhergestellt und er wurde auch von neuem geboren, weil er ja auch mit den Jüngern dann den Herrn, der Auferstandene, mit ihm gesprochen hat. Und wir sehen das Ende von Johannes, das letzte Kapitel dort, wie eben Jesus, wie Petrus total verändert war dann, weil ein Gespräch stattgefunden hat zwischen ihm und Jesus. Okay, er hat aus Furcht und Angst ihn verleugnet. Also, wenn hier steht, es ist unmöglich, könnten wir eigentlich schon wissen, das bezieht sich doch gar nicht auf mich. Aber da sind noch so Worte drin, die wir jetzt anschauen müssen. Also, es ist einfach eine ganz spezielle Gruppe. Ganz eine spezielle Gruppe. Sie waren erleuchtet. Erleuchtet ist nicht wiedergeboren. Juden haben die totale oder die fast totale Erkenntnis von der Schrift. Und Jesus hat es noch und noch und noch bewiesen, dass er der Messias ist. Die waren erleuchtet. Seid ihr mit mir einverstanden? Sie waren erleuchtet und Erleuchtung ist nicht Wiedergeburt. Viele Christen sind erleuchtet. You know, weißt du, sogar vor 500 Jahren, als die Reformation kam, Menschen wurden total erleuchtet. Das helle Licht schien in Europa. Viele wurden gläubig, aber sicher nicht alle wiedergeboren. Die Erleuchtung kam, aber der Schritt der Wiedergeburt, dass man wirklich Jesus als Herrn annimmt, das, was er getan hat, persönlich für sich in Anspruch nimmt, das ist die Wiedergeburt. Das ist das, was dann geschieht, dass unser Geist erneuert wird und neu wird. Das ist nicht eine Erleuchtung. Erleuchtet sind viele. Die wollen aber eigentlich nichts damit zu tun haben. Das ist Verstandeserleuchtung. Das helle Licht muss im Herzen scheinen. Und das scheint erst, wenn wir glauben, wenn wir wirklich von Herzen, wenn wir es von Herzen meinen, dass wir wollen errettet werden. Und nicht hochnäsig, ja, das könnte man ja auch noch machen oder so. Jesus sieht ins Herz. Ich habe euch letztes Mal das Beispiel von Pastor Peter gegeben, als er wiedergeboren wurde. Er war nicht wiedergeboren worden, als er das Gebet sprach, sondern ein bisschen später bei einer Anbetung plötzlich merkte er, dass er wirklich jetzt den Herrn anbetet, von ganzem Herzen. Ich darf das so ruhig sagen, weil er es auch öffentlich schon erzählt hat, schon mehrere Male habe ich ihm das Beispiel sagen hören für Pastor Peter Hasler. Das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Also, wir sehen, erleuchtet, weißt du,
Wenn ich ein Beispiel von meiner Familie nehmen darf, ich habe gerade neulich, meine Schwester hat mir erzählt, dass mein Großvater mütterlicherseits, er war Landeskirchenpfarrer hier in der Schweiz an vielen verschiedenen Orten. Seine letzte wirkliche Pfarramtsstelle war in Langenthal. Und meine Schwester, das wusste ich gar nicht, meine Mutter hatte viele Predigten von ihm, so handgeschriebene, hatte wunderschöne Schrift, handgeschriebene, und sie hat das immer aufbewahrt und gesagt, wow, der war wirklich gläubig und so. Und ich mag mich sehr gut erinnern, als Teenager, 16-jährig, weiß ich noch, weil dort war ich im Welschland im Institut und er war dann auch noch dort, so in einer Kirche oben in Glion, oberhalb von Montreux, wo er dann jeweils am Sonntag predigte. Und das Feuer, das der Mann hatte, und ich habe mich so geschämt, dass das mein Großvater ist. Oh, niemand durfte es wissen von diesen 60 Metern. Nein, ich sagte, ich war noch nicht Christ, ich war einfach. Aber meine Schwester hat mir erzählt, als er noch in Langenthal war, an der hundertprozentigen Pfarrstelle, hat er in einem Hotel evangelistische Versammlungen gemacht, weil man das in der Landeskirche nicht durfte. Ich habe gesagt, Ruth, wirklich, ist das wahr? Das ist ja super. Oh, kommt es vielleicht von dort? Stell doch mal vor, das darf man nicht unbedingt in der Landeskirche, wenn man voll Feuer ist und mit Altarruf und allem. Aber was will ich damit sagen? Mein Großvater, er war wirklich erleuchtet. Er war wirklich wiedergeboren. Aber nicht erleuchtet, unwiedergeboren, aber wiedergeboren, feurig und nur Jesus, Halleluja. Aber weißt du was, das Schlimme? Seine Kinder waren nicht. 9 Kinder. Meine Mutter war die zweitälteste. Meine Mami war nicht. Die Frau von meinem Großvater, meine Großmutter, war nicht wiedergeboren. Sie wurde durch meine Mutter dann wirklich in das Übergabegebet geführt. Alle Geschwister von meiner Mutter, so viel ich es beurteilen kann, zum Teil sind sie in die Esoterik. Stellt doch einmal vor, die hörten es, sie wurden erleuchtet, aber den Schritt der Bekehrung ist oft nicht geschehen, weil man es nicht erklärte, weil man nicht die Menschen führte in ein Gebet hinein. Ist es nicht traurig? Und zum Teil ist es immer noch so, meine Tanten. Ja, ja. Es muss der Schritt von der Bekehrung geben. Darum machen wir ja das mit den Menschen auf der Straße, dass sie von neuem geboren werden. Vielleicht auch nicht alle, vielleicht gibt es einige, die es nur nachplappern, aber auch das hat eine Auswirkung. Ich bin ganz sicher, dass der Herr geht denen nach, wenn sie schon willig sind zu beten, weißt du? Auch wenn sie es nicht verstehen. Sie verstehen Jesus und sie beten und ich bin sicher, dass die meisten wirklich wiedergeboren werden. Menschen sind so offen. Menschen sind offen. Aber das allerschlimmste Beispiel ist Judas. Judas war mit den Jüngern zusammen. Judas Judas schmeckte, wir haben das da, er war erleuchtet, himmlische Gabe geschmeckt, also Jesus mit sich herum den ganzen Tag, Heiligen Geistes teilhaftig. Weißt du, dass die Jünger in den Gaben des Heiligen Geistes gewirkt haben? Ist ja auch schon im Alten Testament, war das möglich, oder? Jesus hat gesagt, heilet, legt Hände auf, salbet die Kranken mit Öl, wecket die Toten auf. Das kannst du nur, wenn der Heilige Geist dich salbt. Das haben sie gemacht. Sie haben himmlische Gabe geschmeckt. Sie waren des Heiligen Geistes teilhaftig. Auch Judas war bis am Schluss mit ihnen. Das Wort, das gute Wort Gottes geschmeckt, das Gute. Hey, sie haben den besten Preacher gehabt, die 3 Jahre. Der beste Preacher, Jesus, der beste Preacher. Kräfte der zukünftigen Welt
wenn in der zukünftigen Welt, zum Beispiel im tausendjährigen Reich, wird es so sein, dass wirklich Kranke einfach alle Kranken geheilt werden, zum Beispiel. Und an Stellen gibt es auch bei Jesus, wo es heißt, alle Kranken, nicht nur alle Krankheiten, sondern alle Kranken, bei gewissen Versammlungen wurden alle Kranken geheilt. Manchmal nur einzelne, manchmal nur ein Teil, aber es gibt, das sind Kräfte der zukünftigen Welt. Das sind damals die Hebräer, die Juden, die kurz vor der Errettung standen, sie haben gesehen, Jesus ist der Messias, es kann gar nicht anders sein. In der Schrift ist von ihm geschrieben, er hat konstant ihnen bewiesen, dass er der Messias ist. Und sie waren erleuchtet darüber, sie waren dem Heiligen Geist heilhaftig geworden in dem Sinn. Und. Aber Judas, leider hat sich erhängt. Hätte er gewartet, wäre auch er von neuem geboren worden. Wäre auch er damals dort im Obergemach, wo Jesus erschienen ist nach der Auferstehung und gesagt hat, schaut, ich bin es. Friede sei mit euch. Und er hauchte sie an. Empfangen den Heiligen Geist, sie wurden dort wiedergeboren. Aber Judas war schon nicht mehr da. Judas ist verloren. Jesus hat einmal von ihm gesagt, noch als er lebte, es wäre besser, dass er nie geboren worden wäre. Hätte Jesus auch diese Sünde vergeben können? Der Verrat? Natürlich. Wieso nicht? Petrus wurde vergeben. Er hat ihn dreimal verleugnet. Aber leider ist er freiwillig aus dem Leben geschieden. Er hat sich erhängt. Weißt du, es gibt Schmecker. Man schmeckt, oder? Himmlische Gabe schmecken. Aber wir sind nicht Schmecker. Wir sind wirklich Trinker. Wir wollen alles, nur nicht so ein Tröpfchen, sondern nicht nur degustieren und nachher ausspeien, wie man es beim Wein macht. Wein degustieren, da kannst du nicht alles schlucken, sonst kommst du nicht mehr aus dem Lokal. Aber ausspucken, aber so den besten Wein immer wieder ausgespuckt, oder? Getestet, okay, mit dem Verstand beurteilt, dann weg. Das ist Schmecken. Oder ein bisschen mitmachen. Aber das sind nicht wir. Halleluja. Halleluja. Wenn es ist wegen den Folien, dass ich ein bisschen ich muss eben genau schauen, dass es mit Erika übereinstimmt. Das ist bisschen schwierig. Okay, also jetzt gehen wir zu der nächsten Stelle. Die überspringen wir. Wir haben ganz Hebräer. Ah nein, das stimmt nicht. Dann noch einmal weiter eine? Nein? Okay. Eben, das stimmt alles nicht. Gehen wir zurück zu noch eine. Genau, bleiben wir bei der. Es ist unmöglich, diese Gruppe hier, noch einmal, die erleuchtet worden sind, himmlische Gabe geschmeckt haben, Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Welt und die dann abfallen. Dass jene, die abfallen, jene, die nicht den letzten Schritt machen für die neue Geburt. Verstehst du? Die dann abfallen, wieder zur Buße zu erneuern, da jene, diese Gruppe, für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Also wenn diese abfallen, ist es unmöglich. Wenn diese Gruppe abfällt, ist es unmöglich. Siehst du das unmöglich? Siehst du die Gruppe, diese Kategorie, diese Menschen?
Man könnte auch sagen, es sind diejenigen, die Bekenner sind und nicht Besitzer. Im Englischen, they are professors but not possessors. Sie plappern mit, sie machen mit, aber sie besitzen es nicht. Dieser Begriff wurde schon im 17. und 18. Jahrhundert von großen Männern wie Spurgeon in England geboren. Es gab damals schon Professors or Possessors. Also wir sind die Possessors, wir sind die, die es besitzen, nicht nur davon reden, okay? Wir sind wirklich nicht die, nur davon reden, sonst wärst du gar nicht da. Zweifle nicht an dem. Also jetzt kommen wir zu Folie 3. Und zwar gehen wir noch eine weiter. Genau. Wir sind jetzt bei Vers 9 von diesem Hebräerbrief gelandet. Jetzt weiter heißt es, wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Kannst du sehen, dass jetzt Paulus zu einer anderen Gruppe spricht? Jetzt sind Geliebte da. Das ist die Gemeinde. Hey! Halleluja! Ihr aber... Ich bin überzeugt, ihr Geliebten, also Geliebte ist ein typisches Wort für die Gemeinde. So wurden so spricht man die Welt nicht an und auch die Juden, die kurz vor der Bekehrung standen, die den Messias ausgetestet, ausgekostet, die eigentlich alles hätten, die haben alles gewusst, das ist der Punkt. Aber sie wollten nicht den letzten Schritt tun. Halleluja. Also der Gegensatz ist hier, Die welche all die Gaben und erleuchtete, die Juden, wenn sie abfallen, ist es unmöglich. Ist es eingraviert bei dir im Herzen und im Verstand, dass das nicht wir sind und dass das wir sind? Der Heilige Geist spricht von einem viel besseren Zustand für uns. Weißt du, Bibel muss man im Kontext lesen, nicht einen Vers herauspicken. Du musst immer wissen, zu wem spricht das Wort. Und in den Evangelien zum Beispiel, da ist so viel, wo gar nicht über uns gesprochen wird. Es spricht zu den Juden, es spricht über das Gesetz, es spricht in Bezug aufs Gesetz und. Es spricht nicht zur Gemeinde. Und trotzdem, das ganze Wort ist für uns. Wir müssen es verstehen lernen, damit wir rauskommen. Okay, dass wir wissen, aha, das sind nicht wir, das spricht zu den Juden, das ist im Betreff aufs Gesetz und. Und hier spricht er jetzt zu uns. Oh, das ist doch so gut. Der Vers 9, wir aber, was aber euch angeht, ihr Lieben, das ist eine andere Übersetzung, sind wir vom Besseren überzeugt. Gott hat Gutes mit dir vor. Gott hat das Beste gegeben für die Gemeinde, eigentlich für alle Menschen und alle, die dazu gehören wollen, die können. Der Himmel ist offen, die Tür ist offen. Weißt du, nur in eine Kirche hineingehen macht einem noch nicht zum Christ. So wenig wie wenn du im McDonald's gehst, bist du noch kein Big Mac. Verstehst du? Es braucht die neue Geburt. Du bist kein Auto, nur weil du in die Garage stehst. Es braucht, ihr müsst von Neuem geboren werden, sagt Jesus. Diese neue Geburt, die der Heilige Geist macht. Aber die so einfach ist, sobald wir Jesus annehmen als Herrn. Geliebte, ihr seid Geliebte. Halleluja. Weißt du, das ist die Sicherheit, die der Herr will, dass wir haben. Er will, dass wir eine ewige Sicherheit haben. Dass wir nie mehr denken, nur weil ich vielleicht nicht gemäß
dem lebe, was ich weiß, wie ich leben sollte. Mein Lebensstil ist noch nicht okay. Niemand ist perfekt. Dass du die Sicherheit hast, egal wie ich lebe, ich bin errettet. Und die Idee, dass man dann erst recht sündigt, die ist so absurd. Weil es heißt, das Gesetz gibt der Sünde Kraft, nicht die Gnade. Das steht im 1. Korinther 15. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Wenn dir immer jemand sagt, du musst, du sollst und all das. Und wenn du dich selber unter Druck setzt, dann denkst du, ja, eigentlich ist es einfacher in der Welt. Ich gehe noch ein bisschen, ich sündige noch ein bisschen. Es ist eigentlich niemand Gesetz und, und. Die Kraft der Sünde ist nicht die Gnade. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Ihr glaubt es mir nicht, dass es steht. Geht zum 1. Korinther 15. Das ist nicht auf dem 1. Korinther 15. Vers 56 am Schluss. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Also es ist absurd zu denken. Viele denken, ja, wenn man Gnade, wenn du prägst, ewig, du kannst... Du hast ewiges Leben, egal wie du lebst, wenn du wirklich von neuem geboren bist. Dass das dann so eine Art Freipass ist zum Sündigen, den hast du sowieso. Wir haben einen freien Willen, wir müssen gar nichts. Aber wir sind für ewig gerettet. Mich erfüllt mein Herz voll Liebe und Dankbarkeit, wenn ich denke, ich kann das nie mehr verlieren. Das führt mich zum Herrn. Die Güte Gottes leitet uns zu ihm, zur Umkehr. Nicht das Gesetz. Steht es oder steht es nicht? Steht es dort im 1. Korinther 15, 56, im zweiten Teil? Es steht. Ich habe den Vers nie gesehen, mein ganzes Leben lang, bis ich unter die Gnadenbotschaften kam. Steht es, Hans? Steht es? Hast du gesehen? Halleluja! Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Und es heißt im Römer 6, Vers 14, Sünde hat keine Macht mehr über dich, weil du nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade bist. Halleluja. Das ist das Grace Teaching. Und das macht uns voll Liebe vom Herrn zum Herrn und voll Liebe zueinander. Und da bist du einfach erfüllt von so viel Liebe, dass du weißt, egal wie du bist, du darfst nach Hause kommen. Du darfst immer nach Hause kommen, du bist immer angenommen bei Gott. Und er wird sich so freuen, er wird dich nicht einmal mit Vorwürfen überladen, so wie er es gemacht hat beim verlorenen Sohn. Er wird husch, husch, husch die Diener holen, holt das Kalb, stellt die Kapelle auf und jetzt wird wieder einer getanzt, der ist zurückgekommen und er holt den Ring und die Schuhe und das beste Kleid. Das ist unser himmlischer Vater, weil er begeistert ist über seine Kinder. Und weißt du, wenn man in die Welt geht, geht es einem eben nicht gut. Und es ist klar, dass das niemand wünscht. Auch wir Eltern wünschen das von unseren Kindern nicht. Versteht ihr? Es geht einem einfach nicht gut. Na? Man kann es vielleicht einem einreden, aber es geht einem nicht gut, wenn man weggeht vom Herrn. Und darum, der Heilige Geist tut alles, er lockt uns zurück. Er sagt, du weißt doch, du bist die Gerechtigkeit Gottes und ich liebe dich, du bist mein Tempel, ich wohne in dir. Gott ist gut, schau, er ist gut. Und schau, er will dir sogar Gutes tun in der Fremde. Er lässt sich nicht fallen. Er lässt sich gar nie fallen. Jetzt das Interessante ist, die Folie 6 haben wir jetzt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie viele sind das? Wie viele, wenn sie glauben? Jeder. Ist es eine einfache Stelle?
lassen wir die sehr schnell fahren, wenn wir plötzlich ein Hebräer 6 vor uns haben und nicht verstehen? Denken wir nicht mehr an das? Hier heißt, jeder, der an ihn glaubt, wird nie verloren gehen. Wieso denken wir immer gerade düster, weil wir es nicht verstehen? Diese Stelle gibt so viel Klarheit, so viel Licht, das ist der Bibelvers. Vergiss den Bibelvers nie. Nie. Und den nächsten auch, den kennt ihr sehr gut. Johannes 10, 28 bis 29. Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie auf meine Hand reißen. Und wenn das schon nicht genug wäre, doppelt er nach. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und das nicht umkommen, in Ewigkeit nicht umkommen, das ist niemals unmöglich. Ganz gewiss nicht. Im Griechischen ein Doppelnegativ, das Ome, kennen wir. An einigen Stellen kommt das Doppelnegativ vor, weil es gibt zwei Wörter für nicht im Griechischen. Und er hat einfach das nachgedoppelt. Es ist ganz unmöglich, dass man verloren geht. In Ewigkeit nicht umkommen. Wenn Gott sagt in Ewigkeit, meint er in Ewigkeit. Weißt du, das Evangelium ist hundertprozentig von Gott abhängig und nicht von uns. Wir haben nur geglaubt. Das ist unser Job. Das ist das einzige Glauben allein. Das ist auch die Reformation. Ich weiß jetzt nicht mehr auf Lateinisch, wie es geht. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Also ich habe nicht richtig gesagt, mit Italienisch vermischt. Nur Glaube, nur Gnade, nur die Heilige Schrift, das war seine These. Das war Luther. Und das ist genau der Punkt. Glauben allein, Gnade allein, Schrift allein. Halleluja. Niemals. Halleluja. Ja, jemand könnte, weißt du, Jesus, niemand, er sagt dir in meine Hand, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und das Nachdoppeln macht er nachher noch. Der Vater, niemand aus der Hand des Vaters. Und dann kannst du, dann bist du abgedeckt. Und dann kommt wieder ein Schlaumeier oder ein Schlaumüller, der sagt, ich könnte aus der Hand rauskumpen. Niemand wird mich herausreißen, aber ich könnte rauskumpen. Ich könnte herausspringen. Hey, also, es gibt Schlaumeier. Niemand heißt bei Gott niemand. Und bei niemand bist auch du gemeint, dass du nicht rausgekommen bist. Niemand. Okay? Wir sind überzeugt von Besserem. Jetzt lesen wir noch den Hebräerbrief fertig, dann haben wir den ganzen durchgelesen. Dort ein paar Verse. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Hat er das gesagt im 1. Mose 12? Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und es geht um deine Nachkommen, da sind wir drin, weil wir sind Kinder Abrahams. Halleluja, gemäß Galaterbrief. Weiter geht's. Das ist der. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, also der Abraham, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maß beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte. Wir haben ein zweites Unmöglich gefunden, das sich auf uns bezieht. Hey!
unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir zu unserer Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren, festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Kontext, Zusammenhang von einem Kapitel verstehen. Es ist unmöglich, hier, es ist unmöglich, gehen wir noch einmal zurück, dass Gott lügt. Er hat geschworen und gesprochen. Das sind zwei unabänderliche Tatsachen. Er hätte nicht schwören müssen. Und weil es keinen Größeren gibt, muss er bei sich selbst schwören. Gott hat geschworen, du sollst gesegnet sein, du sollst dich mehren. Es soll dir gut gehen. Du bist vom Samen Abrahams. Wir sind Kinder Abrahams. Es gibt vieles zu verstehen. Natürlich, was hat Melchisedek, was ist die Zuflucht hier gemeint und. Aber wir verstehen es, grob gesprochen, verstehen wir es, was er uns sagt. Wir unterscheiden. Halleluja. Der feste Anker, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Weißt du, so sicher wie Jesus auf dem Thron sitzt und niemand ihn dort wegnehmen kann, so sicher kann uns niemand von seiner Hand wegnehmen. So sicher kann uns niemand von seiner Hand wegnehmen. Amen. Amen. Danke, Vater, wir danken dir, Herr. Danke, Jesus. Ich bete wirklich, dass du absolut vom Herrn verstehst, was Gott hier heute Morgen gesagt hat, in diesem Brief, der eigentlich auf den ersten Anblick ist es wie eine Kröte, die man schlucken muss, die man nicht versteht, oder ein Knoten, der einfach gelöst werden muss, und es muss gelöst werden. Halleluja. Vater, wir preisen und ehren deinen heiligen Namen. Du allein bist so gut, Herr Jesus. Du bist so wunderbar. Wir danken dir einfach, dass du uns in die ganze Wahrheit leitest und dass die Wahrheit uns freisetzt. O Herr, ich danke dir, dass wir so einen festen Anker haben in dir, dass niemand uns wegreißen kann. Niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Niemand uns aus deiner Liebe reißen kann. Niemand kann uns trennen von deiner Liebe, Herr. Und ich empfange jetzt deinen Segen, deine Vermehrung. Das ist das, wovon du sprichst, Herr Jesus, dass du das Bessere für uns geplant hast, dass du uns mehr und mehr noch da hineinführst, dass wir verstehen, um was es wirklich geht, mehr und mehr. Aber wir danken dir, Herr, wir danken dir einfach so von Herzen. Wenn du von diesem Jesus, den du gehört hast, wenn du ihn noch nicht kennst, ist es Zeit, dass du dein Leben ihm gibst und dass du das annimmst, was er für dich getan hat. Ich möchte mit dir beten, wenn du diese Botschaft hörst. Und ja, dein Herz wurde jetzt bewegt für Jesus und du möchtest ihn als Herrn annehmen. Dann sprich mir doch einfach diese Worte nach. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Ich danke dir für Jesus, deinen Sohn, der am Kreuz für mich gestorben ist, der mir alle Sünden vergeben hat und alle meine Schuld vergeben hat,
der mich erlöst hat. Dein Blut hat mich erlöst, Herr Jesus. Ich nehme dich an als meinen Herrn. Ich bekenne dich als meinen Herrn. Ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Ich bin jetzt dein Kind in alle Ewigkeit. Amen.